Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Life in the Woods mit dem Flash da. Mit Zentos, hallo, 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 hallo. So, jetzt haben wir Mine Factory Reloaded drin und Gregtag. Und das Gregtag Leaf mussten wir noch in Industrial Craft 2 reinmachen. Und das ist schon übertrieben. Und das ist schon echt übertrieben. Jetzt sind da echt irgendwie 92 Mods oder so drauf. Left the game. Ja, war ich. Ne, 98. Warum hast du Left the Game gemacht? 88 Mods aktiv. Achso. Ich schau mich gerade, warum macht der Left the Game und lässt mich wieder alleine? Oh, muss sein. Warum hab ich denn hier 5 FPS, ey? Holy Guacamole, ey. Yep. Was ist denn auf einmal los? Ja? Ah. Ich hab hier gerade allgemein wenig FPS. Okay. Optifine hattest du hier nicht drin, ne? Ne. Bringt nichts. Aber ich könnte dem 10 noch 10 Gigabyte zuweisen. Könntest du. War komisch gerade. 14. Das ist ja mal voll AA. Ich glaube, ich weiß den einfach mehr zu. Ich muss die erste Zahl verändern wieder, ne? Ja. Obwohl er bei Using Memory gar nicht so viel hat. Der verbraucht da 20%. 3 GB gerade. 30, 40, also. Using Memory? Mir verbraucht er 7, 8, zwischen 7 und 9%. Ne. Oh, kurz disconnect. Konstanz Accorded Memory ist er bei 15%, 3,1. Schau mal kurz so. Ich starte einfach mal nochmal neu. Denn so. Alles, was sie brauchen, läuft auf minimale Leistung. Das reicht ja absolut. Magst du denn das mal hier schließen, irgendwie so oder so? Kannst du mal bitte hier Life in the Woods schließen hier vorne? Und Die Meldung kommt aber früh in den Now. Programm schließen, ja klar. Ja. Manchmal komisch. Config. Wie viel ist es denn dann? Da kann ich auch einfach 10, da kann ich einfach eine gerade Zahl eingeben, ne? Hast du 20.000 einfach eingegeben bei dir? Nein. Du musst diese... 20.000... Ja, du musst diese komische Zahl immer mit eingeben, ja. 20.480. Stimmt. War das ja auch nicht wirklich wenig Arbeitsspeicher, ne? Nee, nee. Und soll mal mit... 4000 4 GB mal starten einfach. Geht gerade erstmal ein Kern an. Geht gerade mal erst ein Kern gerade an. Plupp. Okay. Ah, ich muss die Maschine mal Grund überholen, dass sie einmal mal ein bisschen Schwung mehr kriegt. Ist manchmal so, ne? Manchmal müssen wir die Teile mal auswechseln. 10 Seiten und das Pause-Ding, aber ich bin ja noch da. Also ja, so schlimm ist das nicht. Oh, upsala. Alte Zwerge. Was denn? Kann keiner bezeugen, dass ich das war. Doch? Nee. Hat sich die Sprint-Taste schon wieder geändert? Na klar. Warum? Warum nicht? Hast du mal SRG? Nein, durch IC2 hat
Boost Key dazu. Achso. Deswegen. Das schon wollen, ne? Warum kann ich nicht? Item Inventory. Baubless Inventory. Da jetzt auch fahren noch. Das meckert jetzt mit keiner Rückmeldung, Minecraft. Was soll denn das jetzt hier? Hover-Mod. Ja. Easy Craft. Easy Craft kam gerade. Ja, jetzt kommt wieder dieses von 7, wo es Arschlange braucht. Ja, bam, bam, bam. Sieben, ja, diese. Ich verstehe nicht, warum da so immer so alles so lange dauert. Blub. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich hab dich doch gefragt. Da muss doch eine Antwort wissen. Aber du sollst mir nicht fragen. Aber ich hab dich jetzt gefragt. Nein. Doch. Entscheiden. Diese Scheiben. So richtig Yam-Yam kann man wieder machen. Jetzt müssen wir wieder alles laden hier. Lad. Wo ist denn die? So, da mit Buski. Ja, wo machen wir den Buski noch hin? Ja, da. So, ich war oben abgestorben, ja. Du warst oben abgestorben. Ja, ich will doch weiter quafteln. Quafteln. Double Layer. Was kostet ein Double Layer? Energetic Alloy, jawohl. Das ist natürlich heavy, ey. Aber warum habe ich jetzt so Probleme? Vorher ging es ja ohne. Such problems. Vielleicht einfach zu viele Monsters. Das kann natürlich sein, deswegen Flaser voll abgeschmiert. Voll AA! Sollen das jetzt? Nicht. Macht ja voll gerade so voll AA, ey. Aufnahme fällt das nicht auf, aber im Spiel. Ist ja voll der Kack gerade. Komisch.
verwirrt mich echt. Keine Ahnung. Was bei dir dann los ist. Wenn ich Shunkloading die Schultern hab. Ja. Ne, alles gut. Und jetzt habe ich wieder 51 FPS. Schön. Wenn ich das Ding anmache auf Smooth, habe ich 90. Naja, und jetzt geht's wieder runter. Stimmt, ich wollte was machen. Auch geil. Kann ich das auch auslassen? Warum? Ja gut. Weiß nicht, ob das daran lag, dass es abgeschmiert ist. Yep, genau. Tschüss, Minecraft. Was denn? Mir gerade wieder ab. Ach so, wegen Smooth und so ein Scheiß, ne? Ja, das ist das Problem gewesen. Dass deswegen mit Optifine die Probleme waren. Deswegen dieses Rendering World. Muss das aushaben, dass das auch läuft. Komisch, ey. Ja. Manchmal echt verwirrend. Und jetzt braucht er wieder so lange zum Starten. Ja. Hier war ja auch bei den 6 Minuten, hat das was gedauert. Ungefähr, sagen wir mal, bis ich wieder im Game war. Na, das Problem ist, er muss ja halt jetzt. Das kann ich jetzt mal beantworten. Das ist das, was von 4 von 7 dann am meisten geladen hat. Ja, nein, blub, durch. Naja. Rack API. Das ist 5 von 7, das ist da, wo er dann erstmal hängt. Ja, und dann kommt 7 von 7. Ja. Oh, Post-Installation, Rack IP. Ja. Or like Prefix Instance. Und dann geht das. Nochmal macht er blub. Ja, er muss halt. Ja, gut, er fixt halt automatisch die IDs, ne? Ja, klar. Da muss er halt immer kontrollieren, ob das auch alles in Ordnung ist. So. Was bauen wir denn jetzt? Also, zumindest ist alles teuer. Tja. Was man gesehen hat, dass man für Plastik jetzt die Weißen braucht, ne? Was? Plastikwalzen. Warum das denn? Nein. Ja. Na gut, kannst du auch brennen. Das war ein anderes Rezept dann noch. Video-Settings. Dann schalten wir das mal wieder aus. Ich kann auch Bioplastik nehmen. Ja. Das ist zermatschte Kartoffel. Mhm. Boah, warum? Ey, das kotzt mir gerade an. Nerv. Wieso was da eigentlich nerv gerade? Dass das Ganze zu jetzt leckt? Okay. Und die CPU und meine Arbeitsspeicher lachen gerade eigentlich so relativ dir drüber. Minecraft halt, ne? Ja, komisch, ey. Sobald also zu viele Mods drauf sind. Marsch, ey. Ja, das meiste kommen jetzt vom GregTech rein. Ja, das ist ja gerade echt ekelhaft. Du gehst so und denkst so, gefühlt so, ja, alles klar. Du drehst dich, alles klar. Habe ich die Maus langsam eingestellt? Wie hoch hast du die Render Distance eingestellt? Auf 10 gerade eben noch. Wieder runter. Okay. Ist schon wieder dunkel. Hm. Krieg ich nicht mit. Das macht bei mir so. Sonne, Mond, Aufgang, Sonne, Mond, Aufgang, Sonne, Mond, Aufgang, talala.
Och man, das nervt mich. Ich ruckel hier so durch die Gegend. Ich bin eigentlich zum Bild. Ich drehe jetzt. Bin jetzt erst gerade am Bildschirm gekommen. Voll AAA. Das ist doch wieder Kackmist. Sollen das jetzt? So kriege ich jetzt die Probleme. Also nicht. Geht das so ohne? Geht das mit dem Sticky auch noch? Es ändert sich halt auch nichts, wenn ich weiter vom Haus weggehe. Bei mir auch nicht. Nee, der ist toll. Okay. Doch, jetzt habe ich 60. Wie weit muss ich gehen, damit ich Performance kriege? Also, kann ich dir nicht sagen. Der ist mit irgendwas überfordert. Bei dir ja eben. Jetzt wäre er auch nicht abgestürzt. Ich habe selbst bei den Bäumen, wo es ja relativ ruhig ist, 10. So, und der Verbrauch von den zugewiesenen 10 Gigabyte, 5 Grad maximal immer, wenn der die Auslassung kriegt. Okay. So, und ich stehe und ich habe 10 FPS. Da siehst du, ich bin bei dir. Rechts von dir. Ach man. Guck mal. Was ist da? Was ist Kartoffel. So. Geröstete Kartoffel am Spieß. Oh geil. Bringt doch nicht. Sogar mehr als nur gebratene Kartoffeln. Ja, klar. Ein bisschen mehr, aber sonst. Ist doch nicht schlimm. Wie habe ich jetzt mit immer 120 FPS? Ne. Das ist das Haus, was Probleme macht. Ja, aber ich hatte vorher auch nicht, dass ich da Probleme. Seit gerade eben. Seit Gregtech und den ganzen Mod draufgekommen ist. Mhm. Wie hast du denn FPS jetzt? Hier habe ich gerade. Hier baut er sich auf. Hier 16, 20. Warum so wenig? Ja, das frag ich. Hab ich das Problem denn nicht so im Haus? Geh mal auf Controls und guck mal bei. Bei Controls? Controls und dann unten war der Gameplay, die Abteilung und dann Dynamic Lights Toggle. Ja, aber es ist bei Video Settings bestimmt. Nein. Dass du da die Dynamic Lights Toggle mal ausschaltest. Weil das bringt das auch relativ gut zum Laggen, wenn das an ist. Wo ist das denn? Bei Controls. Und dann die Abteilung Gameplay. Ja. Und dann da Dynamic Lights. Scheiße. Nur bei mir habe ich das nämlich ausgeschaltet. Ist gerade 7 FPS höher gegangen. Okay. Bei den Bäumen sind es gerade 4 FPS. Sobald ich zum Haus gehe. Ja, das ist bei mir nicht genauso. Ja, aber da droppt der aber echt von 6 auf 18, 20. So extrem ist das bei mir nicht. Dass alles unten im Haus drin ist.
und die ganzen Storages, ganzen Desktopper, ganzen Maschinen oben drüber. Voll Schlagartig bin ich näher dran. Bin ich bei einmal von 90 auf 60 gewinnen. Und jetzt habe ich nur noch 40. 33. Wie viel hast du vorher ohne GregTech und den ganzen anderen Mods? Noch so 60. Lief es ja bei mir komischerweise besser. Naja, im Haus hatte ich auch so 30. Im Haus hatte ich auch schon ganz nur 30. Ja, die erreiche ich ja nicht mehr. Vorher hatte ich ja auch da 30, 40 drin im Haus. Aber jetzt habe ich 8. Gerade kam 4. Also wenn ein FPS ist, ne, dann ist Ende Gelände. 4 FPS. Na, vielleicht doch mal mit Optifine probieren. Ich hasse Optifine. Ich hasse Optifine. Ja, aber das hebt trotzdem nochmal die FPS an. Ja, gut, dann schmeiß ich schnell Optifine drauf. Komm gleich wieder. Ich mache eben kurz Cut hier. Optifine kannst du ja über den Launcher raufziehen. Über den Launcher? Musst du doch nur anschalten. Ja, okay, mach ich. Komm gleich wieder. Dauert ja sonst alles so lange. Guck ruhig bei Zendos weiter, der kann das hier, der kann das, der Mann. Da. Der da. Dann muss ich jetzt auch mal was machen.